Grundsätzlich haben wir so 10 bis 12 Prüfungen im Semester, wobei man sagen muss, manche davon sind kleinere Prüfungen, manche sind größere Prüfungen. Wir haben auch praktische Prüfungen im Semester, zum Beispiel PKTT, das heißt Pflege im Kontext mit Diagnostik und Therapie. Das ist auch eine praktische Prüfung, wobei man bei unserem Standort auch sagen muss, wir können uns gut auf diese Prüfung vorbereiten, weil wir eine praktische Woche davor haben und wir werden wirklich optimal auf diese praktischen Prüfungen vorbereitet und können so eben dann auch gut ins Praktikum starten. Also Prüfungen haben wir auf jeden Fall einige, auch praktische Prüfungen. Aber man sagt ja auch, wenn da ein Wille ist, ist auch ein Weg, also es ist alles machbar. Wir haben ca. 10 bis 12 Prüfungen pro Semester und die variieren von der Größe und von der Schwierigkeit her. Und ja, wir haben auch praktische Fächer, die sehr interessant sind und eigentlich auch meine Lieblingsfächer sind. Also mein Lieblingsfach ist derzeit Kommunikation und Konfliktlösung. Und das ist es, weil ich es einerseits sehr wichtig finde für meinen Beruf und andererseits super interessant, auch so ein bisschen ins Psychologische einzutauchen. Ich muss sagen, die praktischen Fächer gefallen mir persönlich besser. Also wir haben zum Beispiel Mobilisationstrainings mit einer Physiotherapeutin gehabt, wo wir lernen, wie wir Patienten angreifen können, wie wir sie bewegen können. Das war persönlich mein Favorit. Mein Lieblingsfach war Biologie und Pathologie, weil die Fächer sind sehr herausfordernd, aber auch sehr interessant und dass man sich wirklich da anarbeiten kann und da wirklich viel Interesse da erwecken kann. Mein Lieblingsfach war Kinästhetik, würde ich sagen. Wir haben sehr viel über Positionierung gelernt und auch, wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen, damit wir uns nicht schädigen und lange Zeit arbeiten können und uns dabei auch gut geht.